Hi, wir grüßen euch zu einem neuen Video. Das Schlauchboot ist vollgekracht. Ein bisschen was müssen wir auch noch holen. Wir verlassen jetzt heute Abend die gemütliche Sandbank und hocken uns wahrscheinlich an den ungemütlichsten Angelplatz, den man sich vorstellen kann. Tim hockt vorne auf dem Boot. Hi, servus. Ja, und wir wollen probieren, heute einen dicken Fisch zu fangen. Ich werde mich mit Tim da in die Steine reinklemmen. Wir werden 4 Ruten setzen. Wir nehmen euch mit und zeigen euch, wie wir in so einer Steinpackung vorgehen, wie man da angeln kann. Von außen sieht das ja alles relativ unbeangelbar aus. Es sind auch keine Plätze in diesen Packungen drin. Ja, hockt kein anderer Angler hier am Fluss in diesen Packungen. Komplett zugewachsen, die Teile. Aber definitiv sind dort Fische unterwegs. Wir probieren es aus. Wir nehmen euch mit. Abfahrt. Da guckt da Tim hier. Willst du hier schlafen? Boah, das wird ungemütlich. Ja, so sehen sie aus, die Packungen. Wo sich keiner reinsetzt, aber wo wahrscheinlich einiges abgehen könnte. Ja. Wir suchen uns jetzt einen Platz, bauen uns ein kleines Schirmzelt auf. Einer pennt im Zelt oder wir werden uns abwechseln, keine Ahnung. Einer auf dem Stuhl, einer im Zelt. Und gucken mal, wo wir uns hier reingraben können. Ja. Aber ihr seht schon im Hintergrund, da findet ihr keine Angelplätze. Ja. Da findet ihr keinen Müll, da findet ihr keine liegen gelassenen Kippen oder irgendwas. Hier angelt kein Mensch. Die Leute suchen sich alle gemütliche Plätze aus. Und das kann teilweise der Fehler sein. Hier sieht es gut aus. Guck mal, ob du das Boot halten kannst. Ja. Moin. Safe. Muss das Schlauchboot durch. Irgendwo festbinden an einem großen Stein oder irgendwas. Genau, der da vorne liegt vielleicht. Ja, und jetzt heißt es notdürftig einen Platz errichten. Wir laden jetzt erstmal alles aus. Muss schon ein paar Ruten rüberholen, Rutenhalter setzen. Das wird gar nicht so einfach hier in den Stein, aber das kriegen wir hin. Ganz schönes Geröllfeld hier. Dass die Rutenhalter gut stehen, ist das A und O. Und am besten ist es da, wenn ihr so ein Türmchen euch baut, irgendwo überall so ein paar Steine drin verkeilt. Und wenn der Biss kommt und die Rute wegfliegt, habt ihr gar nichts davon. So, einmal hier weiter unten irgendwo rein. In den meisten Packungen findet ihr schon irgendwo so ein paar Lücken, wo ihr was reindrücken könnt und den Rest müsst ihr halt nacharbeiten. Der aktuelle Film wird von folgenden Angelläden präsentiert. Hier bekommt ihr alle brandneuen Produkte, ein super Preis-Leistungs-Verhältnis und eine fachmännische Beratung. Das hält. Kriegst du es da hin irgendwie? Oh, schwer, aber. Ja, die eine Nacht ist doch kein Stress. Ja. Die eine Nacht geht es doch. Alter Falter, was eine Aktion. Aber so sind halt Angler drauf, ne? Wenn man irgendwo Fisch in der Nase wittert, macht man alles möglich. So, einer wird wahrscheinlich im Zelt pennen. Ich hier draußen auf dem Stuhl oder auf der Liege, mal sehen. Oder Tim auf dem Stuhl. Das werden wir noch ausknobeln. So, jetzt brauche ich erstmal ein bisschen eine Erfrischung. Ist so warm
unglaublich. Uns läuft die Soße hier aus allen Poren. So, Rutenhaltung noch nach oben setzen. 4 Ruten wollen wir angeln. 2 nach unten, 2 nach oben. 2x U-Pose, das zeigen wir euch. Und 2x Topwater, also die Köderfische richtig dicht in der Packung präsentieren. Oberflächennah. Ich kann euch heute Abend mal zeigen. Wir haben es in den letzten Tagen schon in anderen Steinpacken gesehen, dass überall Lauben, Märchen und alles hier ganz oben an den Steinen rumflitzen. Und da denke ich, ist der Räuber nicht weit. So, Rutenhalter noch setzen für die Ruten nach oben. Und dann fahren wir mal raus und setzen unsere Umlenker. So, unsere erste Montage ist ready to rock. Zum Auslegen bereit. Wir werden hier einen schönen großen Weißfisch, den wir heute Mittag mit der Fiederrute gefangen haben, präsentieren. Ganz einfaches System. Drilling Einzelhaken. Und vorne dran ein 40 Gramm Frontzone Blei. Oben dran ein ganz kleiner Schwimmer. Dass wir schön die Tiefe einstellen können beim weiten Spann jetzt hier in der Packung. Und ganz wichtig, Jungs und Mädels, Schlagschnur. In den scharfen Steinen hier, Schlagschnur ist das A und O. So, aber bis dahin, bis wir jetzt losfahren, brauchen wir erstmal eine Erfrischung. Ich habe mein Holy Taster Pack dabei und mein Shaker. So, Tim, du hast die Wahl der Qual. Schau mal, ob dir was zusagt. Der sieht gut aus. Der Panther. Peach Panther. Da lasse ich einfach das Pulver rein, gib ihm Wasser und dann haben wir eine schöne Energiemischung. Kein Mist, kein Zucker, keine künstlichen Aromen und mega Geschmack und eine coole Energie jetzt zum Auslegen. Denn wir müssen Gas geben, wird gleich dunkel. Einfach Wasser oben drauf, ballern, richtig zudrehen, shaken. Oh, gut, ja, sehr gut. Absolut mega und ganz einfach jetzt hier beim Angeln. Schaut mal unten in der Videobeschreibung mit dem Code Stefan5 könnt ihr euch bei Holy so ein Taster Pack mit 5 Euro Rabatt sichern. Könnt ihr euch mal durchprobieren. Die ganzen Geschmackssorten gibt es natürlich auch in großen Portionen, aber einfach mal zum Testen. Und da ist auf jeden Fall für jeden Geschmack was dabei, ne? Denn Geschmäcker sind verschieden. So, und jetzt bauen wir uns den ersten Umlenker für unsere Topwater-Rute. Diese Kanten in den Steinpackungen sind sehr, sehr interessant. Ja, also da stehen die ganzen kleinen Fische abends drauf, holen sich irgendwelche Nahrung. Und hier müssen wir jetzt probieren, uns Umlenksysteme zu schaffen, dass wir unsere Köfis, mit den U-Posen ist ja kein Problem, die müsst ihr einfach nur genau da reinsetzen. Das zeigen wir euch gleich. Aber dass wir unsere Köfis genau hier an der Oberfläche präsentieren können. Denn so eine Steinpackung, seht ihr ja, ist einfach nur kerzengerade. Und so kleine Ausbuchtungen sind alles drin. Und genau dort befinden sich diese Kanten oder Buhnenfelder. Wenn ihr zu Hause Buhnenfelder habt, das gleiche Prinzip. Ja. Ganz heiße Bereiche zum Welsangeln. Und wir werden uns jetzt einen langen Ast suchen. Und ich habe noch einen Bomberhunter-Stick dabei. Und da werden wir uns was bauen, dass der Köfi genau an der Oberfläche an so einer aufsteigenden Kante präsentiert werden kann. So, den richtigen Ast haben wir gefunden. Tim baut gerade vorne jetzt noch eine schöne, wie nennt man das, wie so ein Fahnenmast, ja, dass der so raussteht im Fluss, dass wir einen Winkel bekommen. Die Steine drauf. Passt. Passt. Dann machen wir jetzt unsere Auslegeschnur dran. So, jetzt fahren wir noch ein kleines Stück hoch.
schönen Winkel bekommen. Und jetzt schaut mal aufs Echolot. Genau hier fällt die Kante wieder leicht ab. Genau da fällt die Kante leicht ab. So lang machen wir unsere Auslegeschnur. Zwei Meter Wassertiefe haben wir jetzt genau hier an dem Punkt. Da werden wir jetzt einen schönen dicken Weißfisch. Guck mal hier. Guck mal hier. Da ist doch schon Fischaktion, oder? Sind da. Sind da genau an den Plätzen, wo sie die wenigsten Angler vermuten. Oder wo sich halt die wenigsten Angler hinsetzen. Ja. So. Hängen wir jetzt einen schönen dicken Weißfisch hin. Obendran werden wir noch einen Bombehunter-Stick zum Umlenken nehmen, um unsere Schnur schützen zu können. Und dann ist die erste Rute safe. Hier oben haben wir unsere Clips. Die sind ideal, um die Reißleine schnell verbinden zu können. So, und jetzt setzen wir hier rein, genau in der Packungskante. Und hier vorne haben wir als Umlenker einen Bombehunter-Stick reingesteckt. Da führe ich jetzt meine Schnur durch. Durch dieses Umlenksystem hängt unser Köder genau in dieser Kante hier drin. Jetzt geht es zurück zu unserem ungemütlichen Angelplatz. Die Brasse schwimmt jetzt direkt an der Oberfläche in der aufsteigenden Steinpackung. Ja, dort angelt kaum ein Mensch. Aber dort ist so viel Futterfisch. Bei dem Freestyle-Angeln die Rute richtig auf Spannung bringen, auch die Bremse relativ zu einstellen. Die Reißleine sorgt für den Selbsttageffekt und dann später im Drill, wenn der Fisch richtig Gas geben sollte, könnte er die Bremse ein bisschen lösen, ja, bis er im Schlauchboot seid oder dem Fisch halt hier im Drill am Ufer folgt. So, die erste Rute sitzt. Richtig schön Bums drauf. Und jetzt setzen wir hier eine U-Posen-Montage. Gleich hier vorne rein. Wir verhalten uns ja ruhig am Ufer, machen hier keinen Lärm, kein Lagerfeuer. Da können wir auch direkt in der abfallenden Kante, wo wir schlafen, eine Rute hinsetzen. Ich habe hier eine von den neuen Ruten dabei, die Black Passion G2 Serie. Es ist keine teure Rutenserie, aber die können einiges ab. Schöne kurze Rute hier für das Angeln, direkt vor den Füßen, 2,40 Meter. Zwei Mikro-U-Posen, runden das Setup ab, Haarmontage oben dran. So. Die werden wir auch noch flussabangeln und dann fahren wir flussauf. Auf geht's! Unsere U-Posen-Montage werden wir direkt in die abfallende Kante reinsetzen. Auf so einen Bereich von 3 Metern rum. Hier seht ihr schönes Plateau, bevor es dann richtig runtergeht. Aber als erstes müssen wir uns jetzt einen Umlenker bauen, damit unsere Schnur auf keinen Fall nach dem Biss des Wallers mit den scharfkantigen Steinen hier in Kontakt kommt. Ja,
wir haben jetzt unsere Umlenkstangen hier schön an der Uferkante fixiert. Da können wir die Schnur durchlaufen lassen, hoch zum Angelplatz. Und jetzt setzen wir die Rute. Da seht ihr schon die ersten Köfis, also Fische unten in der Kante stehen. Und genau da werden wir sie jetzt parken. Ja, die Routen nach oben müssen wir uns jetzt auch wieder Umlenker bauen. Wir werden hier die Bomberhunter-Sticks wieder benutzen. Die sind wirklich sehr, sehr effektiv für diese Fischerei. An diesen Steinkanten-Ecken schön rausstellen. Eine Topwater, eine U-Pose. Und dann sind wir schon safe. Ich fahre jetzt hier die Packung entlang und suche mir den besten Platz. Ja, hier haben wir ein schönes Türmchen gebaut, aber auch genau wieder in so einer Bucht. Könnt ihr im Hintergrund gut erkennen. Und genau in diese Ausbuchtung werden wir die nächste oberflächennahe Köfi-Route einsetzen. Ich hoffe bloß, dass das hält hier, wenn ihr angeht. Und das Gefährlichste bei dieser Fischerei ist wirklich, achtet dabei auf die Schraube eures Motors. Wir fahren hier teilweise so dicht auf den Stein rum, also wirklich alles in Ruhe, mit Sinn und Bedacht machen, denn ratzfatz fehlt euch da ein Flügel. Ja, die kleinen Bleie, die wir hier aufs Vorfach setzen, sind dafür da, um den Köder in der gewünschten Tiefe zu halten. Wenn ihr das Blei über den Wirbel setzt, geht das ganze Vorfach unterhalb des Wirbels mit dem Köder einfach nach hinten raus in der Strömung. Und wenn wir das kleine Frontzone-Blei so ein Stück vor unseren Köder setzen, wissen wir genau, auf welcher Tiefe er schwimmt. Egal, ob ihr jetzt in Gebieten unterwegs seid, wo ihr Livebaits angeln dürft, oder ob ihr irgendwo unterwegs seid, wo ihr mit Tauwurm angelt, Deadbaits, Kalamari. Immer das Blei so ein Stückchen vor den Köder setzen, aufs Vorfach direkt drauf, ein Frontzone-Blei. Und dann habt ihr auf jeden Fall die gewünschte Angeltiefe auch in der Strömung erreicht. Ganz wichtig ist, dass euer Wirbel über der Wasseroberfläche hängt. Ich möchte nicht, dass mein Wirbel im Wasser hängt, denn der kann auch eine Scheuchwirkung erzeugen. Über der Wasseroberfläche soll der Wirbel hängen und nur euer Monovorfach
durchbricht die Wasseroberfläche mit dem Köfi unten dran. Eine ganz unauffällige Köderpräsentation dann mit diesen kleinen Frontzonenbleien kurz über dem Köder. So, eine Rute bleibt uns noch, da werden wir eine U-Posen-Montage setzen. Nach oben fest umgelenkt über einen Karabiner. Hier keine Reißleine einsetzen, damit der Fisch nicht plötzlich nach dem Biss hier auf uns zukommen kann. Denn dann würde die ganze Schnur zusammenfallen beim Angeln nach oben gegen die Strömung in die Steine rein. Und ihr hättet es nachsehen. Und wir haben für euch von Black Cat jetzt so ein paar ganz coole Spezialkarabiner im Programm mit einer speziellen Form, wo unten die Schnur schön im Knick durchlaufen kann. Den werden wir jetzt montieren. Da wird unsere Hauptschnur nach oben hin gegen die Strömung umgelenkt. U-Pose hier vorne noch in so eine Kante rein. Da setzen wir jetzt noch einen Bomberhunter-Stick als Fixpunkt, als Haltepunkt. Und dann sind wir schon fertig. Vier Ruten sollten reichen. Wenn sie gut sitzen, werden wir einen Biss kriegen. Und wenn es nicht passt, geht es morgen weiter. So ist Angeln. Ich fixiere den Karabiner jetzt hier mit einem Kabelbinder. Und so ein Bomberhunter-Stick. Und hier wird dann nach dem Ablegen der U-Posen-Montage mein Schwimmer eingeklinkt und zum Angelplatz zurückgeführt. Da bekommt ihr keinen Druck auf die Montage beim Spannen und der Karabiner führt schön eure Schnur runter zum Angelplatz und schützt davor, dass er nicht euch in die Steine kracht. Der einzige Nachteil ist, ihr müsst beim Biss hier hinfahren und eure Montage ausklinken. Aber ich denke, das sollte man doch schaffen. Eieiei, die Köder sind aktiv. Hier in den Stein müsste auf jeden Fall vorsichtig laufen. Kein ungefährliches Gelände. So, ich glaube, die Entscheidung ist gefallen. Der Tim baut sich schon seinen Schlafsack hier schön ins Zelt. Aber es ist ja auch keine kalte Zeit mehr. Wir werden es so machen, wir werden uns ein bisschen abwechseln. Ich habe auch eine Liege mit. Ich lasse meine jetzt mal draußen stehen hier. Bauen wir uns ein Stühlchen auf. Nachher gibt es noch eine einfache Mahlzeit heute Abend. Kein großer Stress. Probieren wir es heute Nacht hier mal aus. Und morgen geht's weiter. Aber ich habe da echt ein gutes Gefühl. Schaut mal nach oben hier. Zwei schöne Umlänge in der Packung drin. In der tristen Steinpackung. Und nach unten das gleiche auch. Eine U-Pose nach unten. Eine oberflächennahe Köderpräsentation nach unten und das gleiche nach oben.
Und wenn die Fische zum Jagen heute Nacht in die Packung kommen, denke ich, haben wir gute Chancen, einen abzubekommen. Denn hier hat noch keiner vor uns geangelt. Kein Mensch. Nichts, gar nichts sieht man hier. Und das sind die Angelplätze, die wir suchen und finden müssen als Welsangler. Denn da kracht's. Jetzt sitzen wir hier in den Steinen, aber ist ja nicht kalt draußen. Steine sind schön aufgewärmt von der Sonne. Und um wirklich unauffällig zu sein, also wir dürfen auf jeden Fall jetzt nicht hier in den Steinen viel rumlaufen, weil die klappern alle wie Sau und das raffen die Fische. Also ein Griller oder ein Gaskocher haben wir alles jetzt hier am Hauptplatz gelassen. Und heute Abend gibt es einfache Kost. Danke, Stefan. Haselnussdrink. Für solche Aktionen ist Weichgut genau das Richtige. Ich habe eine komplette Mahlzeit drin. Und wenn er irgendwo rumsitzt, wo man eigentlich keine Möglichkeit hat zu kochen oder keinen Platz im Schlauchboot gehabt hat, ist das ideal. Sehr gut. Ja, das läuft. Ohne viel Geklepper. Morgen brauchen wir nichts putzen. Und jetzt hoffen wir, drückt uns die Daumen, noch auf einen dicken Fisch. Bis jetzt ist hier absoluter Totentanz. Ganz ruhig liegt der Fluss da. Schauen wir mal. Der liefert das Monzon bei. Der Petri Tim. Freti Dank, Stefan. Ja, vielen schön Dank. Schön die Schlafanzughose eingesaut. Und schicken zurück. Weiter geht die wilde Fahrt. Hier seht ihr nochmal das Erfolgssystem Frontzone Blei. Harmontage genau in der Packung geparkt. Glow in the dark. Und weiter geht das Ding. Petri Heil. Bam. Vielen Dank. Danke, Stefan. Der hing ja nicht. Der ist auf der anderen Seite.
Spitze bis aufs Wasser kurbeln. Ja. Das ist ein Geld, großer Fisch. Spitze runter gucken. Genau, dass er über dem Wasser ist, der Ring. Schöne Druckhalte, kleines Stück kannst du wieder noch kurbeln, siehst du hier oben. Schöner Büffelmann kommt da. Guter Zugplus. Zugebissen. Voll rein. Er hat schön die Wurzel gebissen, ja, aber jetzt. Wahnsinn. Wahnsinn. Wenn du nicht. Der ist Base, der will noch nicht. Jetzt habe ich ihn. Hier kommt eine Riesenbombe rein.
ist. Der ist gut. Die Mikros. Das sind die Big Fish Bringer. Haarmontage. Schön oben im Maulwinkel gefasst. Halbe Boot ausgefüllt. Geil. Ja, Wahnsinn. Richtig geil. Wahnsinn. Wahnsinn. Petri Heil. Vielen Dank, Stefan. Bam. Danke. Wahnsinn. Der Plan in der Packung an dem ungemütlichen Angelplatz ging mega auf. Die Topwater-Ruten brachten Fisch, die kleineren und die U-Pose, die Joker-Rute direkt vor den Füßen. Der 2,40 Meter Stecken, der ist richtig eskaliert, das war ein Wahnsinns-Drill. Dickes Petri-Tim, seine erste große italienische Bombe. Und der Drill vom Schlauchboot, der war wirklich, war brutal. War geil. Starker 2,30er, schätzt den Fisch so in der 160, 170 Pfundklasse, also auf jeden Fall 80 Kilo plus, eine richtige Röhre. Ja, und genau dort, wo die Angelplätze ungemütlich sind, wo sich keiner hinsetzt, dort warten solche Fische. Und wenn ihr richtig vorgeht, die richtigen Montagen einsetzt, das alles richtig schön, eure Köder vor den Steinen locken, dann kann es ganz, ganz fett knallen. Petri Heil. Vielen Dank, Stefan. Danke dir. Man hier an die Wasserkante, nimm am Kiemebogen hier vorne. So leicht, wo die Bögen zusammengehen. Genau, stellen schön die Strömung rein. Ein Stück kannst du jetzt hier noch laufen, ist tiefes Wasser. Tiefes Wasser. Und dann sagt er Tschüss. Ich sage ein dickes Petri Heil. Petri Heil, danke Stefan, Petri Dank. Hast du Wasser geschöpft? Ja, 30 Kilo schwerer. Geh mal raus, zeig mal hier, wie du, kannst du damit noch laufen? Alter Vater. Auf jeden Fall ist es dicht die Hose, ne? Richtig, ja. Da kommt nichts durch. Kommt nichts raus und nichts rein, ja. Und mit diesem Wahnsinnsfisch, mit dieser verrückten Nacht an einem der vielleicht unbequemsten Angelplätze, die man sich als Angler raussuchen kann, aber dafür mega erfolgreich, verabschieden wir uns bei euch aus diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir wünschen euch dicke Fische, eine geile Zeit am Wasser und bis zum nächsten Video. Viele Grüße, euer Tim und Stefan. Ciao, ciao. Ciao.